5 lange Jahre. Ohne Robert einschlafen. Ohne ihn aufwachen. Und auch wenn er bei guter Führung früher rauskäme. Das ist doch dieser Gynäkologe von Barbara von Heidenberg, Dr. Österreich. Was macht der denn hier? Ich hätte mehr Geld von dir verlangen sollen. Stattdessen habe ich geglaubt, dass du was für mich empfindest. Du hast doch die Zeit auf Sardinien mit mir genossen, oder? Ich lass mich jetzt nicht so einfach abservieren. Denk dran, ich hab dich in der Hand. Geht's vielleicht ein bisschen leiser? Glaub bloß nicht, dass ich weiter nach deiner Pfeife tanze. Jetzt ist Schluss mit lustig. Und ich diskutiere nicht mit dir in der Öffentlichkeit. Ich weiß ja nicht, wohin Sie heute noch wollen, aber vielleicht machen Sie mir die Freude, Sie vor Ihrer Weiterfahrt noch zu einem Essen einladen zu dürfen. Haben Sie denn den Fehler schon gefunden? Noch nicht, aber es dauert nicht mehr lange. Wo wollen Sie denn hin? Robert, nur ein Glück. Mama, du darfst dieses falsche Geständnis auf keinen Fall unterschreiben. Ich habe die Heidenberg gerade im Park gesehen. Sie hat sich dort heimlich mit ihrem Arzt, diesem Dr. Österreich, getroffen. Und? Er ist ihr Komplize. Jetzt haben wir endlich eine Spur. Jetzt können wir die Heidenberg endlich überführen. Jetzt musst du endlich nie mehr ins Gefängnis. Jetzt sag doch mal was. Es ist zu spät. Ich habe das Geständnis bereits unterschrieben. Was, dann ziehst du zurück? Frau Löwenstein ist schon auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft.